Mit den Worten willkommen zu Operation Deadbolt haut Call of Duty einen großen Content-Blogpost raus, bei dem sie das erste Mal zeigen, wie es in Modern Warfare 3 Zombies aussieht. Und zwar im Menü, die Operator, die Items, wie man die Waffen mitnehmen kann, wie die Stashes aussehen kann und so weiter und so fort. Sie gehen nicht zu sehr ins Detail, aber sie zeigen dennoch relativ viel und vermitteln einen ganz guten Eindruck, was uns am Freitag in Modern Warfare 3 Zombies erwartet. Die Reise beginnt mit diesem schönen Bild aus einem Lagerraum, wo wir den Operator in der Mitte sehen und ja, verschiedene Gegenstände, Währungen, Kristalle, Ethereum und so weiter und so fort. Was schon zeigt, hier geht es darum zu zeigen, was es alles in der Basis freizuschalten gibt und wie man seine Operator ausstatten kann. Und genauso beginnt es auch mit dem ersten Bild, da sehen wir das sogenannte Strike Team, also die Operator, die wir sozusagen in die Raids mit reinnehmen können. Und das hier erinnert schon ganz extrem an DMZ. Nein, es ist eigentlich wirklich 1 zu 1 die DMZ. Die Operator haben Item-Slots mit verschiedenen Gegenständen, wie wir es aus der DMZ kennen. Interessant übrigens, dass hier der Rucksack lila gefärbt ist, also verschiedene Farben für verschiedene Dinge. Dann haben wir zwei Operator-Slots, wobei hier in dem Fall Rocket, also der Slot 1, ausgewählt ist. Wir sehen auch auf Position 3 einen dritten Slot zum Freischalten. Wir wissen ja, dass wir im Shop Bundles freischalten können, genauso wie in der DMZ, um mehr Operator benutzen zu können. Allerdings können die Operator auch in sich verändert werden. Wir sehen unten links Dismiss Operator, das heißt, der Operator kann entlassen werden und ein neuer Operator hinzugefügt werden. Und hier wissen wir, dass zwei Operator, nämlich Ripper und Scorch, in Modern Warfare 3 Zombies freigeschaltet werden können, und zwar durch Missionen, also ohne was kaufen zu müssen. Wobei hier unklar ist, ob auch ein Operator-Slot freigeschaltet wird oder nur der Operator. Im Ausrüstungsmenü bekommen wir jetzt einen tieferen Einblick in das Setup unseres Operators und wir sehen hier einen großen Rucksack, das heißt 9 Slots, auch wie in der DMZ. Im Blogpost steht auch der kleine Rucksack, also der Standardrucksack, hat 5 Slots, der mittlere 7 entsprechend und der große 9. Und ja, was hier interessant ist, dass auch hier die Items verschiedene Farben tragen. Wobei jetzt auch insbesondere die Perks auffallen, also die Dosen hinten dran sind, die wahrscheinlich dann in der Runde getrunken werden können, damit ein Perk aktiviert wird. Das heißt, dieser Operator hier nimmt 4 Dosen mit, um 4 Perks startbereit zu haben, wenn er seine Runde startet. Auch sehr interessant sind seine Waffen, die er hat. Und zwar sehen wir unten 2 Kontrabandwaffen. Eine Waffe mit 3 Attachments, andere ohne. Außerdem sehen wir eine kleine Flamme. Das bedeutet einen XP-Boost. Das heißt, diese Waffe werden wir schneller leveln können, wenn wir sie benutzen in Modern Warfare Zombies. Und noch auffällig ist das Field Upgrade ganz hinten. Das wäre jetzt neues Item sozusagen für die DMZ. Und hier sehen wir Frenzied Guard, also die bekannten Field Upgrades als Outbreak, scheinen wieder alle dabei zu sein. Das Loadout-Menü an sich sieht auch exakt aus wie in der DMZ. Wir haben also 3 versicherte Waffenslots, wobei hier schon gesagt wird, dass ein Waffenslot verfügbar sein wird und entsprechend auch einen Cooldown hat, wenn man in einer Runde stirbt und die Waffe nicht wieder mit herausnehmen kann. Slot 2 und 3 sollen in der Runde freigeschaltet werden. Also keine Angst, hier gibt es wieder keine Pay-to-Win-Möglichkeiten oder ähnliches. Aber man muss sie innerhalb der Runden mit Missionen freischalten, um Slot 2 und 3 nutzen zu können. Auch hier sehen wir überall wieder das Flammensymbol, also hier sind 3 Waffen, die entsprechend mehr XP geben zum Leveln. Und auch im Kontraband-Stash sehen wir die Flammen, also man kann sozusagen die Waffen frei wählen. Wobei jetzt hier interessant ist, dass man 21 Slots hat, denn im Blogpost steht, es sind maximal 20 Slots im Kontraband-Stash. Sehr merkwürdig, vielleicht hat der Spieler hier bereits sein Kontraband-Stash erweitert und deswegen hat er 4 Waffen von 21 Slots voll. Wer jetzt genau hinschaut, sieht sozusagen im Kontraband unten diese Zahl 079594XXX. Das ist bei jeder Waffe gleich. Wir wissen noch nicht genau, was das zu bedeuten hat, ob das überhaupt irgendeine Bedeutung hat. Und was noch gesagt wird, ist, dass alle MW2 und MW3 Waffen genutzt werden können in den versicherten Waffenplätzen. Also hier gar keine Einschränkung mit den Waffen. Auch die Feed-Upgrades, die wir vorhin gesehen haben, werden hier nochmal etwas detaillierter erklärt. Und zwar haben wir 6 Feed-Upgrades, genau wie in Cold War Outbreak. Das ist ganz cool. Einmal die Energiemine. Das hat einen Explosionseffekt, das ist klar. Aber interessant sind hier die Nachladezeiten. Die werden nämlich beschrieben, werden sowohl als langsam oder als mittel bezeichnet. Also von der Nachladezeit her. Die Energiemine zum Beispiel hat eine mittlere Nachladezeit und lädt sich dann entsprechend alleine auf mit der Zeit. Das zweite ist Frenzied Guard. Hier ist es so, dass es langsam auflädt und die Rüstung bei Aktivierung zu 100% wieder repariert. Außerdem, wenn man Gegner angreift, repariert sich ebenfalls die Rüstung pro gekilltem Gegner.
Das dritte Upgrade ist die Heilaura, Healing Aura, und auch die ist leider langsam unterwegs. Und es ist so, dass hier alle Spieler sofort geheilt werden. Was jetzt interessant ist, hier steht auch, die Spieler im Last Stand, also die gerade am Boden liegen und am Bluten sind, auch die werden geheilt. Wobei es unklar ist, ob die Spieler jetzt geheilt werden, indem sie jetzt aufstehen dürfen, oder ob sie nur liegend geheilt werden, damit sie eine längere Liegezeit haben und nicht so schnell ausbluten. Das vierte Field Upgrade ist das Frost Blast. Und zwar ist es so, dass es eine mittlere Nachladezeit hat und Schaden verursacht bei Aktivierung. Außerdem hinterlässt es dann eine Aura um den Spieler und verlangsamt die Gegner, die diese Frostzone betreten. Klingt alles sehr bekannt, und so ist auch bei dem Aether Shroud. Hier ist es so, es ist eine mittlere Ladezeit und man wird komplett unsichtbar, hat also sozusagen einmal die Flucht vor den Gegnern. Und last but not least, der Tesla-Sturm. Auch der hat eine langsame Nachladezeit. Und zwar ist es so, dass er insgesamt 10 Sekunden aktiv ist, einen Sturm verursacht und während diesem Sturm Spieler mit Stromschlägen verbindet, die wiederum Gegner betäuben und verletzen. Gucken wir uns nochmal das Dash-System genauer an, und hier kommen noch ein paar Fragezeichen auf. Es wird gesagt, dass wir generell Items und Baupläne horten können. Und zwar ist es so, dass diese Items, so wird es beschrieben, im Rucksack gelagert werden. Allerdings auch ein Rucksack-Stash existiert. Die sind nämlich hier unten links, ganz komisch. Hier steht nämlich x3 available, also mal 3. Was immer das zu bedeuten hat, ob nur 3 Items in diesem Beispiel zu lagern sind, was ja erstmal relativ wenig wäre, so klingt es. Auf der anderen Seite sind die Items relativ wertvoll, deswegen in Relation vielleicht sinnvoll, wir werden es sehen. Und es wird dabei noch betont, dass die Items, die man lagern kann, Einmalartikel sind. Also speziell ist diese Cola-Dosen, die man halt einmal trinken, dann verbraucht sind, logisch. Das zweite, was man hier machen kann, sind die Crafts. Und zwar hat man Baupläne, mit denen man Dinge craften kann. Man kann also entweder Waffen craften oder auch die Items, also beispielsweise diese Dosen. Und hier sehen wir in dem Bild mal 21. Also ob da wirklich 21 Baupläne drin sind für 21 verschiedene Items, das klingt nach sehr, 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 sehr viel. Was wir aber auch wissen ist, dass diese Baupläne, wenn sie benutzt werden, dann auf Cooldown gehen. Also da kann man nicht unendlich Sachen nachcraften. Zumindest nicht in kurzer Zeit. Aber was sie auch sagen ist, dass diese Baupläne, die man bekommt, permanent sind. Da haben wir uns ja schon gefragt, wird so ein Bauplan überhaupt verbraucht, wenn man ihn benutzt? Kann man ihn vielleicht 3-mal nutzen, 5-mal? Also jetzt wissen wir es, permanent, also sehr entgegenkommend. Man kann sie immer wieder benutzen, sobald der Cooldown down ist. Und sie haben unterschiedliche Seltenheitsstufen. Ist ja auch logisch, eine Wunderwaffe zu craften oder einen Bauplan überhaupt dafür zu finden, ist wesentlich schwerer, als einen Bauplan zu finden für eine Cola-Dose. Auch die Währung wird hier angeschnitten, und zwar sehen wir wieder das Ethereum. Und jetzt ist es so, dass hier verschiedene Seltenheitsstufen vorhanden sind. Wir haben jetzt erstmal oben 3 Seltenheitsstufen, Rare, Epic und Legendary. Und da wird gesagt, dass diese Kristalle für das Pack-a-Punch-System verbraucht werden. Das heißt, die brauchen wir wohl in einer Runde im Raid, um unsere Waffen an Pack-a-Punch-Stationen abzugraden. Jetzt gibt es aber noch diese Tools, Uncommon, Rare, Epic und Legendary. Und die sollen wiederum dafür sein, die Waffen an sich abzugraden. Genaueres wird hier nicht gesagt, aber wir gehen mal ganz schwer davon aus, dass hier die Waffenstufen gemeint sind. Wir wissen ja aus Outbreak, dass Waffen verschiedene Seltenheitsstufen haben und geupgradet werden können von grün über blau, lila und so weiter. Und höchstwahrscheinlich ist das hier damit gemeint, dass man diese Tools braucht, um entsprechend die Farben, sozusagen die Farbstufen der Waffen zu verändern. Sie haben auch gesagt, was es nicht geben wird, und zwar im Gegensatz zum Multiplayer gibt es keine Westen, keine Handschuhe, also diese ganzen Equipment-Items, also auch keine Schuhe zum Beispiel, die sind hier nicht vorhanden. Stattdessen gibt es dann logischerweise wieder die Perks. Außerhalb einer Runde sind diese Perks weg, das heißt, man muss entsprechend immer wieder diese Perks starten, aktivieren, mit reinnehmen oder in einer Runde finden, wenn man einen neuen Raid startet. Los geht's mit dem ersten Perk, das ist das Todes-Daikiri, und hier ist es so, man kennt es, wir haben Auto-Aim, und zwar werden kritische Bereiche der Gegner getroffen, dass man gut Headshots machen kann oder eben kritische Treffer landen kann. Dann haben wir die Todeswahrnehmung, hiermit sehen wir Gegner, Kisten, Items, Ressourcen und so weiter und so fort, alles mögliche durch Wände, durch Hindernisse, also wir haben sozusagen einen Röntgenblick auf diese Gegenstände. Dann haben wir die Elementar-Limo, und die gibt auch einen zufälligen Effekt, wie bekannt, wie es schon immer war sozusagen. Was ganz interessant ist, das heißt, wir haben auch die Munitionsmodifikatoren wieder am Start. Sonst würde diese Dose ja keinen Sinn machen. Also ein zufälliger Effekt auf die Munition. Dann das vielleicht beliebteste Perk, Juggernaut. Allerdings jetzt ist es so, dass es nur maximal Leben gibt. Also zumindest wird nur das beschrieben. Vielleicht hat es ja mehr Effekte, werden wir sehen. Momentan nur mehr Leben für den Operator.
Dann der Dr. Rutscher, auch das ist, glaube ich, eines der sinnlosesten Perks. Na, jedenfalls, wir haben Rutschen, macht die Explosionen, Gegner werden damit verwundet, wir kriegen keinen Fallschaden mehr, während wir diven. Dann haben wir die Schnellwiederbelebung. Hier heißt es, dass man sich 50% schneller heilt und Wiederbelebungen von Kollegen gehen mit dieser Dose 50% schneller. Dann einer meiner Lieblingsgetränke hier, die Tempo-Cola, schnelleres Nachladen. Ihr wisst, ich lade so oft nach, ey, eine Kugel und ich lade nach, ohne diese Cola bin ich komplett verloren. Schnelleres Nachladen und die Rüstung wird schneller aufgefüllt, also Plattennachladen geht auch schneller. Dann das Stehvermögen, auch einer der aller wichtigsten Perks schon immer. Lauf- und Renngeschwindigkeit ist stark erhöht. Und der Grabstein, der ja in der Vergangenheit jetzt nicht so stark war und jetzt unglaublich stark zu sein scheint. Und zwar ist es so, wenn man stirbt, hinterlassen wir einen Grabstein. Soweit so gut, aber der Punkt ist, dass dieser Grabstein auf der Map bleibt und noch da ist, wenn wir in der nächsten Runde wieder reingehen, also wenn wir einen neuen Raid machen, dann ist der Grabstein wieder oder immer noch auf der Map. Und das Krasseste ist, dass dieser Grabstein die Items beinhaltet. Das heißt, man findet dort Items, die einem selber gehören, die man also in der Runde davor verloren hat. Man kann also sozusagen da weitermachen, wo man vorher aufgehört hat. Das ist schon sehr, sehr krass. Was hier nicht gesagt wird, ist, ob man die Perks leveln kann. Bei Outbreak konnten wir jede Dose nochmal verstärken, die Effekte verbessern. Und auf den Bildern sehen wir jetzt keinen Hinweis zumindest darauf, ob diese Gegenstände levelbar sind. Also das wird spannend zu sehen am Freitag, ob wir hier noch grinden können, was das Level angeht. Und dann platzen sie auch rein mit den Munitionsmodifikatoren. Ich liebe dieses Wort ja so sehr. Also Ammo-Mods auf Englisch ganz einfach. Und zwar auch hier diese fünf Sachen, die wir bereits kennen, genau identisch wie in Outbreak. Da sagen sie jetzt nichts weiter zu. Ich lasse auch dabei, wir können mit Teil nochmal in einem weiteren Video auf alles eingehen. Müssen wir sowieso machen. Aber hier der Reihenfolge nach, wir haben die Hirnfäule, dann die Kryostarre, die tote Leitung, die Napalmsalve und die Schmetterexplosion. Und auch hier ist nicht klar, ob man die Sachen verbessern kann. Das Bild ist mega cool und zwar zeigen sich hier sechs Wunderwaffen. Das ist sehr, sehr geil. So geteasert, auch hier sagen sie natürlich nichts weiter zu, was ist. Wir sehen einige alte Bekannte wieder, einige neue Bekannte aber auch. Also keine Infos. Wir wissen, Wunderwaffen muss man im Raid finden, also über die Wunder, über die mystische Kisten können wir die Wunderwaffen bekommen oder eben über Baupläne craften, wobei die Baupläne natürlich Wunderwaffen extrem selten sind. Sie sagen dann noch was zu den Missionen, und zwar, dass wir drei Akte haben, das wussten wir bereits, die in Tierstufen geteilt sind. Was jetzt aber interessant ist, sie sagen, für jeden Abschluss gibt es eine Belohnung, also wie in der DMZ auch, für einzelne Missionen, für ganze Tierstufen und für sozusagen komplette Akte gibt es entsprechend dann große Belohnungen. Und sehr, sehr, sehr interessant, jetzt aufpassen, für den Abschluss aller drei Akte gibt es eine spezielle geheime Belohnung und die Story, also die Akte, beschreiben ja sozusagen die Geschichte in Zombies. Diese Story wird in Season 1, was ja vermutlich am 6. Dezember dann kommen wird, weitergeführt. Das heißt, da kriegen wir möglicherweise schon den vierten Akt, also auch hier wie in der DMZ, dass wir neue Fraktionen kriegen. So ist es hier, dass wir wahrscheinlich dann neue Akte kriegen und die Geschichte weitergeführt wird. Der Blogpost wird abgeschlossen mit einigen Worten noch zu Urzikstan, auf der das ganze Jahr stattfindet, dass es eine Open World ist, dass wir alle Freiheit haben zu tun und machen, was wir wollen, wie wir es wollen, welchem Tempo wir wollen und so weiter und so fort. Und sie sagen noch, dass die Tech-Map folgende Punkte nochmal besonders hervorhebt. Und zwar haben wir einmal Buy-Stations, hier können wir zum Beispiel Killstreaks kaufen, wir können aber auch unnötige Gegenstände verkaufen, also wirklich so ein bisschen handeln. Dann haben wir natürlich die Perk-Cola-Maschine, wo wir unsere Perks, unsere Cola-Dosen kaufen können. Dann haben wir die Packer-Punch-Maschine. Sehr interessant hier. Wichtig zu wissen, dass in jeder Schwierigkeitszone, wir haben ja drei Schwierigkeitszonen, sozusagen entsprechend die korrespondierende Packer-Punch-Maschine steht. Also in Zone 1 steht Packer-Punch 1, Zone 2 steht Packer-Punch 2. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Dann haben wir die Wall-Buys. Also hier können wir auch bei Bedarf entsprechend Waffen an den Wänden kaufen. Die sind auf der Map komplett verteilt. Und zum Schluss natürlich die Mystery-Box. Und hier sehen wir auch direkt die Wunderwaffe. Also hier wird eine zufällige Waffe gespawnt und natürlich auch eine Chance auf die Wunderwaffe gegeben. Meine persönliche Meinung ist, dass sie in diesem Blogpost auf jeden Fall es geschafft haben, uns neugierig zu machen. Sie teasen alles an, sie zeigen ein bisschen was, sie erklären ein bisschen was. Aber gleichzeitig mit jeder Sache, die sie zeigen und erklären, stellen sich weitere Fragen. Und das ist das, glaube ich, was Zombies am Ende ausmacht, dass wir das Ganze erforschen wollen, herausfinden wollen. Mega. Also ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, so ein bisschen heimisch für uns auch, weil das Ganze wirklich sehr, sehr, sehr DMZ ähnelt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Farben zu bedeuten haben, aber wir werden ja noch so vieles herausfinden. Leute, wir haben übrigens einen Podcast gestartet, wer da reinhören will, ist unten verlinkt. Da werden wir einmal in der Woche über Call of Duty ein bisschen quatschen, ganz gemütlich. Und ja, ansonsten sehen wir uns alle spätestens am Freitag. Es geht um 6 Uhr morgens los
Tja, Kaffee ist dann am Start und dann würde ich sagen, auf in die Horde. Ich sage an dieser Stelle schon mal gute Nacht. Hasta luego. Und hasta la vista. Ciao, ciao, ciao.